Süßigkeiten, Mode, Tragetaschen, in diesen Ländern sind für uns komplett alltägliche Produkte unter Strafe verboten. Lukas vom Bierdoktor. Dieses Bild hier würde es in Singapur nicht geben. Kaugummis sind nämlich dort nur zu therapeutischen Zwecken erlaubt. Um das Volk vor einem kapitalistischen Lebensstil zu schützen, ist das Tragen von enger und zerrissener Jeans in Nordkorea streng untersagt. Wenn du in Thailand mit einer E-Zigarette oder einer Shisha erwischt wirst, kannst du schlimmstenfalls selbst als Tourist im Knast landen. Ja, die USA haben manchmal komische Gesetze. Dort sind nämlich seit 1938 Süßigkeiten, in denen nicht verzehrbare Objekte eingeschlossen sind, verboten. Und damit vor allen Dingen Überraschungseier. Unter anderem in Ruanda und Kenia sind Plastiktüten unter hohen Geldstrafen verboten. Tatsächlich wird es 2022 bei uns in Deutschland ähnlich sein.